willkommen zum Wochenupdate der Woche 13. Die 13. Woche ist jetzt rum in unserer Challenge 365 Tage ohne. Und ich muss für mich sagen, es fällt mir immer noch sehr leicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange schaffe, keine Kleidung zu kaufen. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht wenig im Schrank. Und außerdem nähe ich mir meine Kleidung ja selbst. Ja, selbst nähen, da weiß ich, wo es herkommt. Woher weiß ich eigentlich, wo meine Kleidung, die ich gekauft habe, herkommt? Viele Hersteller machen so ein bisschen Hehl darum. Es gibt einen deutschen Hersteller, Trigema, der ja auch damit wirbt, dass die eigene Kleidung im eigenen Land, also in Deutschland, produziert wird. Was dazu führt, dass wahrscheinlich das einzelne Kleidungsstück nicht mehr so viel Gewinne abwirft. Aber die Firma besteht jetzt schon seit einigen Jahren und es scheint nicht so schlimm zu sein. Aber es gibt zum Beispiel den Sockenhersteller Falke. Da habe ich versucht, auf diversen Wegen herauszufinden, wo denn produziert wird. Auf der Internetseite ist es nicht rauszufinden und auch auf den Produkten steht es nicht drauf. Also es gibt ja immer wieder so diese kleinen Labels hinten im Nacken, also die kleinen Schildchen, wo die Größe draufsteht, wo dann teilweise draufsteht Made in. Viel wird in Asien produziert, also China, Bangladesch, was ja grundsätzlich mal, sag ich mal, nicht schlimm ist. Es geht eigentlich mehr um die Arbeitsbedingungen, unter denen hergestellt wird. Aber was ich sehr verwirrend finde, muss ich wirklich sagen, ist, wenn ich nicht weiß, wo ein Kleidungsstück hergestellt wird. Also wenn nicht drin steht, made in Bangladesch, China, wo auch immer. Wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann werde ich grundsätzlich schon mal so ein bisschen stutzig und muss sagen, es kann doch nicht angehen, dass die einen Kleidungshersteller das nötig hat zu verheimlichen, wo er herstellt. Weil etwas zu verschweigen oder zu verheimlichen ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass die Bedingungen wahrscheinlich nicht so gut sein können. Also ja, schau doch einfach mal in deine Kleidung, die du gekauft hast, was da hinten drin steht, wo das Kleidungsstück quasi hergestellt wurde. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass auch du Kleidung im Schrank haben wirst, wo du nicht sicher sein kannst, wo es hergestellt wurde. Ein guter Anhaltspunkt ist, wenn du noch nicht auf Kleidung kaufen verzichten kannst oder auch nicht darauf verzichten möchtest, einfach einmal zu schauen und zu fragen. Frag im Laden nach, wo die Kleidung produziert wurde. Häufig ist es sogar so, dass Kleidung, die in Fairtrade-Läden verkauft wird, nicht wesentlich teurer ist als die Kleidung, die man jetzt in einem normalen Laden wie, weiß ich nicht, Tommy Hilfiger, Joop und Co. bekommt. Aber natürlich teurer als bei H&M und Kick und wo auch immer. Aber dass man in Geschäften wie Kick beispielsweise nicht unbedingt kaufen sollte, ich denke, das ist uns allen klar. Ja, vielleicht forschst du auch mal nach und schaust nach, wo deine Kleidung produziert wurde und findest heraus, wo das gewesen ist. Vielleicht weißt du auch, wo Falke produziert, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Denn Socken kaufe ich ja noch, die nähe ich nicht selber, aber wenn ich nicht weiß, wo die hergestellt werden, kaufe ich andere. Okay, das ist eigentlich so, ja, sind meine Gedanken zur letzten Woche gewesen. Vielleicht fällt dir zu dem Thema, wo wird die Kleidung produziert, auch noch etwas ein. Ich würde mich freuen über deine Kommentare hier unter dem Video oder auch auf meinem Blog. Und ich würde mich freuen, wenn du deinen Beitrag, Videobeitrag oder Blogbeitrag auf meinem Blog verlinken würdest. So können wir alles sammeln, was mit der 365-Tage-Challenge zu tun hat. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche und viel Spaß beim Nähen. Tschüss!